ich liebe auch sehr gern die Musik des 20. Jahrhunderts. 所以他非常喜欢20世纪的音乐. Und es gibt ein Stück, was vielleicht von den Farben her ganz ähnlich ist wie auch der Briten. Von Luciano Berio. 他今天要吹的是那个Berio的那个歌《Lied》. Ich mag es deswegen, weil es ein fantastisches Stück ist, was eine ganz ruhige, was also ganz ruhig wirkt, aber gleichzeitig von dieser Ruhe ganz plötzlich in Bewegung übergeht. 他说这首曲子在一开始是非常的安静，然后突然间，然后非常多的。 非常大声，非常多的动作。 Und gerade in den, wie Philipp auch gerade sagte, in den Pianissimo und Pianofarben ist es unglaublich wichtig, dass ein Instrument sehr gut intoniert. 他说，在我们单簧管制乐器里面，小声的音准是非常重要的。 Und es ist dann wirklich sehr mühselig, auch im Orchester, wenn man zusammenspielt mit Oboe oder Flöte, wenn man jeden Ton anders greifen muss, nur damit die Intonation nach unten bleibt. Also, 尤其是在管弦乐团的时候，你要跟其他乐器，像那个双簧管、长笛那些一起吹小声的时候，那是非常的困难。 Ja, daher sind wir alle sehr begeistert über solche tollen Instrumente, wie auch bei Marigo oder jetzt auch bei Josef. Einfach weil es das Zusammenleben und Zusammenmusizieren im Orchester wesentlich erleichtert. 像这个乐器的话，它非常的棒。然后他说，因为能够那个小声的吹。 Also wenn man sich ein Instrument aussucht, man sollte immer ein Instrument nehmen, was wirklich alle Klangfarben hat in einer perfekten Intonation und wirklich eine große, ja einfach, was wirklich auch im Forte und im Pianissimo die richtige Intonation. 他说这个乐器它可以在很小声，然后在很大声都保持非常好的音准。